Wir sind ihnen völlig ausgeliefert. Die Streitkräfte der Erde haben UFOs nichts entgegenzusetzen. Wir können uns derzeit nicht gegen sie verteidigen. Und das müsse dringend geändert werden. Nun sei die Zeit aufzurüsten. Diese Warnungen stammen nicht etwa aus einem Science-Fiction-Roman, sondern stehen in einem bis vor wenigen Tagen geheimen offiziellen Dokument des US-Verteidigungsministeriums. Eine Warnung vor einer Invasion durch Außerirdische. Und damit hallo meine Lieben zu einer neuen brisanten Veröffentlichung durch den Generalinspekteur des DODs, dem Department of Defense, also dem amerikanischen Verteidigungsministerium. Ein Dokument, das uns vor UFOs warnt und dass wir ihnen, wer auch immer sie steuert, hilflos ausgeliefert seien. Wir schauen uns heute diesen sehr besonderen Leak ganz genau an, was dort denn über eine Bedrohung durch eine unbekannte Macht geschrieben steht, was nun getan werden müsse, um gegen diese gewappnet zu sein. Und ob dies nur ein weiterer Schritt ist, um die Bevölkerung auf das vorzubereiten, was denn in den nächsten Jahren so alles auf uns zukommen soll. Wie immer direkt nach dem Intro. Im Jahr 2024 wird es zur großen UFO-Enthüllung kommen. Die Bevölkerung wird über die Existenz von außerirdischen Objekten auf der Erde informiert werden und ihren Piloten. Doch dies ist erst der Anfang. Nach so etlichen Stimmen ist diese Offenbarung einer außerirdischen Intelligenz auf der Erde höchstens an der Zeit. Nicht um die Bevölkerung weitere Jahrzehnte lang über UFOs und Aliens zu belügen, sondern weil sie sich schon in wenigen Jahren zeigen werden. Das Jahr 2027 taucht dabei immer wieder auf. So spricht der Ex-CIA-Agent John Ramirez von einem Kontakt in 3 Jahren. Und auch Luis Elizondo sprach im Jahr 2022 davon, dass man nur noch für die nächsten 5 Jahre ein Hobby bräuchte. Ab da an würde sich alles ändern. Es sei diese Dringlichkeit, die nun dazu führe, dass Außerirdische, eine nichtmenschliche Intelligenz oder wie man sie auch immer nennen mag, nun breiter in der Öffentlichkeit diskutiert werde, sowohl in TV-Sendungen als auch in den Hallen der US-Politik. Der Grundstein für das, was eindeutig kommen wird, eine schrittweise Vorbereitung der Bevölkerung zur Verhinderung eines kulturellen und religiösen Schocks. Nach den UFO-Videos des Pentagons, der UAP-Anhörung vor dem US-Kongress, den vielen Aussagen von Insidern, Whistleblowern und Regierungsinsidern, kam es nun zu einer weiteren Veröffentlichung. Ein zuvor geheimes und gestern freigegebenes Regierungsdokument des US-Verteidigungsministeriums. Ein Appell an die Regierung. Eine Warnung, dass wir UFOs und Aliens völlig ausgeliefert seien. Wir sind nicht in der Lage dazu, uns gegen sie zu verteidigen. Ein paar Worte am Anfang, um das mal direkt vorwegzunehmen. Ich bin mir sicher, dass wenn Aliens uns angreifen wollten, sie es tatsächlich schon längst getan hätten. Warum sollten sie auch Jahrzehnte oder vielleicht sogar Jahrtausende abwarten, um uns irgendwie zu unterwandern? Was hätten wir ihnen denn schon Großartiges zu bieten? Also, wenn sie es wollten, dann doch schnell und zügig und wir würden es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Und natürlich hätten wir ihnen überhaupt auch nichts entgegenzusetzen. Aber das ist nur meine Meinung. Viel beeindruckender finde ich da doch den Veröffentlichungsprozess im Allgemeinen. Ein Dokument, das uns davor warnt, dass wir uns nicht vor UFOs schützen können und auch vor keiner Invasion durch eben Außerirdische. Und da muss man sich viel eher die Frage stellen, warum es denn nun veröffentlicht wurde und was uns das Pentagon damit sagen will. Aber wir schauen erst einmal in diesen sehr faszinierenden Bericht etwas genauer hinein. Es ist offiziell, dass die USA nicht in der Lage sind, sich gegen eine außerirdische Invasion zu verteidigen. Pentagon-Bericht warnt davor, dass die USA sich nicht gegen UFOs verteidigen können.
Ein interner Pentagon-Bericht warnt davor, dass Amerika nicht in der Lage dazu ist, sich gegen eine Alien-Invasion zu verteidigen. So und so ähnlich lauten die derzeitigen Schlagzeilen zu einer wahrlich brisanten Veröffentlichung durch das US-Verteidigungsministerium. Ein Dokument mit dem Namen Evaluation of the DoD's Actions Regarding Unidentified Anomalous Phenomena, zu Deutsch Bewertung der Maßnahmen des Verteidigungsministeriums hinsichtlich nicht identifizierter anomaler Phänomene. Was so nüchtern klingt, birgt so einigen Zündstoff in sich. Das Pentagon zeigt sich in diesem Dokument über die Möglichkeit eines bevorstehenden UFO-Angriffs besorgt. Nicht nur auf die USA, sondern ein weltweiter Angriff. Der zuvor noch streng klassifizierte Bericht wurde nun vom Office of Inspector General, dem OIG, veröffentlicht. Demnach besäße die USA nicht über genügend Ressourcen, um nicht identifizierte Flugobjekte, UFOs, zu verfolgen, zu bekämpfen und zu analysieren, die eine Gefahr für das Militär und die nationale Sicherheit darstellen könnten. Oder einfacher ausgedrückt: Haben UFOs einen außerirdischen Ursprung und sind sie uns feindlich gesinnt? Die kompletten Streitkräfte der USA und der Welt reichen einfach nicht dazu aus, ihnen etwas entgegenzusetzen. Nun könnte man denken, dass UFOs nicht gleich Außerirdische sind. Schließlich wird derzeit diskutiert, ob es sich bei den vielen UAP-Sichtungen nicht um eine neuartige chinesische Sonde handeln könne. Doch das Dokument schließt auch einen außerirdischen Ursprung von UFOs nicht aus. So besagt es, dass UFOs unabhängig davon, ob sie von einem anderen Planeten stammen oder nicht, eine ernsthafte Bedrohung darstellen. Zudem wird beschrieben, dass es sehr schwierig sei, sich auf einen Angriff eines unbekannten Feindes mit unbekannten Fähigkeiten und Absichten vorzubereiten. Es wird eingeräumt, dass es möglich sei, dass UFOs für unsere Messinstrumente unsichtbar bzw. nicht nachweisbar seien. Ein unsichtbarer Feind, dem wir nichts entgegenzusetzen hätten, wobei Außerirdische nicht ausgeschlossen werden. Ja, wer hätte noch vor ein paar Jahren daran gedacht, dass ja sowas in einem offiziellen Dokument des amerikanischen Verteidigungsministeriums steht, eben dem DOD, dem Department of Defense. Es ist schon wirklich beeindruckend und wir müssen uns fragen, was denn wirklich so dahinter steckt. Erst einmal können wir aber feststellen, dass die US-Regierung offenbar das Thema UFOs ernst nimmt. Ganz klar, das ist diesem Dokument auch, ja, ganz offensichtlich zu entnehmen. Egal, ob es jetzt unbekannte Drohnen aus China sind oder eben Aliens, eine nichtmenschliche Intelligenz. Und das Dokument hält auch tatsächlich ja schon ein paar Vorschläge bereit, was denn die Regierung nun zu tun hätte, also die US-Regierung. Schaut da mal rein. Das nun veröffentlichte Dokument enthält aber nicht nur Warnungen, sondern fordert auch dazu auf zu handeln, alles daran zu setzen, um den Feind, wer auch immer dieser ist, besser zu verstehen und angemessen auf ihn reagieren zu können. Insgesamt 11 Empfehlungen an die Geheimdienste und den Regierungsverantwortlichen. So wäre es dringend vonnöten, dass das Verteidigungsministerium eine Richtlinie herausgibt, um Rollen, Verantwortlichkeiten, Anforderungen und Koordinierungsverfahren in Bezug auf UAPs und ihrer potenziellen Bedrohung herausgibt und dass sie bestehende Richtlinien und Verfahren für Geheimdienste, Spionageabwehr und Truppenschutz aktualisieren müssten. Auch wird vorgeschlagen, dass der Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs den Kommandeuren der geografischen Kampftruppen Leitlinien zur Erkennung, Berichterstattung, Sammlung, Analyse und Identifizierung nicht identifizierbarer anomale Phänomene herausgibt. Genauer heißt es dort: Leitlinien, die Instrumente enthalten, die den Kommandos dabei helfen, die Bedrohung genauer zu ermitteln, die von nicht identifizierten anomalen Phänomenen ausgehen.
Wer das ganze Dokument sehen möchte und eben diese 11 Punkte, der schaut mal in die Beschreibung rein. Ich verlinke es euch dort natürlich. Und wer dies tut, der wird auch, ja, relativ verwundert sein. Einerseits wird recht nüchtern dazu aufgefordert, eben neue Meldesysteme einzuführen. Andererseits wird dort tatsächlich über eine Bedrohung durch eine, ja, unbekannte Macht gesprochen. Keine neuartigen Drohnen aus China, sondern etwas, das seit Ende der 1940er Jahre vermehrt aufgefallen ist. So heißt es in diesem Dokument. Interessant ist auch, dass erwähnt wird, dass nun immer mehr Piloten UFOs melden und das trotz immer noch teils oft ignorierten, sehr behäbigen Meldesystemen, wie es dort heißt. Und noch viel interessanter, wenn sich denn Piloten dann trauen, um von ihren UFO-Kontakten zu berichten, dann müssen sie dies sehr, sehr schnell tun, nämlich 24 Stunden nach dem Abkühlen ihrer Triebwerke, wie es dort beschrieben heißt, also ganz einfach nach ihrer Landung. Ja, was fangen wir also damit an? Bereitet sich die USA jetzt auf eine Invasion von Aliens vor? Wie gesagt, ich bin nicht so wirklich von der Feindseligkeit Außerirdischer überzeugt aus den genannten Punkten. Bliebe somit also nur noch die Theorie einer Vorbereitung der Öffentlichkeit auf das, was kommen mag. Und tatsächlich sagt es der Generalinspekteur, ein gewisser Robert P. Stork selbst, der in einem gesonderten Schreiben nun Stellung zu der Freigabe des Dokuments genommen hat. Wir veröffentlichen diese nicht klassifizierte Zusammenfassung, um dem amerikanischen Volk größtmögliche Transparenz über unsere Aufsichtsarbeit zu diesem wichtigen Thema zu vermitteln. Ist dies also auch nur ein weiterer kleiner Schritt zu einer sehr viel größeren Offenbarung? Meine Meinung kennt ihr dazu. Eine feindliche Übernahme der Erde durch Aliens halte ich für eher unwahrscheinlich. Und somit bleibt eben nur diese Vorbereitung auf 2024, 2027 oder wann auch immer. Fest steht aber, dass irgendetwas dort im Gange ist. Was aber genau? Ja, darauf müssen wir wohl warten. Aber schreibt mir gerne eure Meinung dazu, wie immer in die Kommentare. Ich bin da heute noch einmal mehr gespannt. Wir sehen uns dann morgen schon wieder. Bis dahin, Augen auf und bis zum nächsten Video.